Nicht essen, nicht trinken, nicht lügen? Okay. Essen dürfen Muslime im Ramadan erst nach Sonnenuntergang. Aber was müssen sie noch alles beachten? Oder andersrum, was dürfen Meral und Habib Turan überhaupt? Essen und Trinken ist während der Fastenzeit nicht erlaubt. Geschlechtsverkehr ist nicht erlaubt. In der Nacht dürfte man dann praktisch auch mit dem Ehepartner bei schlafen. Erlaubt. Ausnahmsweise. Solange man sich beherrschen kann. Genau. Nie erlaubt. Wäre erlaubt, sollte aber vermieden werden. Weil man ja dann doch Wasser schlucken kann oder sonst was, aber eigentlich ist das erlaubt. Man sollte es vielleicht doch irgendwie vermeiden, weil wenn man Hunger hat, dann kauft man sehr viel. Meral und Habib halten sich gerne an die Regeln, aber gibt es Ausnahmen? Es gilt für alle Erwachsenen, die das Pubertätalter schon erreicht haben. Schwangere sollten nicht fasten, eben wegen der Gefahr, dass man dem Kind und auch sich selbst Schaden zufügen könnte. Kranke Menschen sollten nicht fasten. Die Gesundheit geht immer vor.